Wir müssen ein starkes Zeichen gegen rechts außen setzen. Und das macht ihr auch heute hier. Ich bräuchte das nicht zu machen, was ich mache. Ich bräuchte nicht hier nach Weiden zu fahren. Ich könnte heute Abend auch zu Hause bei meiner Frau sitzen und ein schönes Glas Rotwein trinken. Ich könnte im Grunde meinen sogenannten Vorruhestand als Spitzenbeamter genießen oder in der Anwaltskanzlei heute Abend Akten bearbeiten. Ich müsste das nicht machen. Aber das Jahr hat mir gezeigt, dass es eben viele Leute gibt, die wollen eine andere Politik. Die sind mit dieser CDU und dieser CSU höchst unzufrieden. Das sind noch Parteimitglieder. Es sind, glaube ich, über 40.000 schon in den letzten paar Jahren ausgetreten aus der CDU. Und sehr, sehr viele sagen mir, sie würden gerne diese CDU verlassen, aber in die AfD gehen sie nicht. Die AfD ist für sie schmutzig, ist übel, aber sie wollen eine andere CDU haben. Deswegen mache ich das und deswegen mache ich eben Werbung für eine andere Position in der CDU und CSU. Die CDU ist mehr als Parteifunktionäre. Und ich erlebe die CDU immer wieder an der Basis. Im letzten Jahr habe ich 34 Veranstaltungen gehabt in ganz Deutschland, von Buxtehude eben bis Augsburg und von Mönchengladbach bis eben Sachsen, wo ich eben Veranstaltungen hatte mit Parteifreunden und aus unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlichen Lebensmotiven und Lebenserfahrungen. Und die sagten, sie wollen eine andere CDU. Und dafür kämpfe ich. Ich halte es nicht für richtig, die Partei zu verlassen. Ich halte es für richtiger, zu versuchen, die Partei zu verändern, weil ich auch überzeugt bin, dass wir die richtigen Positionen vertreten. Und ich auch überzeugt bin, wenn es weiter so geht, dann wird es weiter so bergab gehen. Das wollen wir nicht. Wenn ich daran denke, dass ich oder wir als Krebsgeschwür bezeichnet werden, muss ich sagen, es ist eine Grenze überschritten. Also man muss mich nicht mögen. Man kann sagen, wir vertreten eine falsche Auffassung. Man kann uns auch politisch bekämpfen, indem man sagt, also wir wollen nicht, dass diese Leute in den Bundestag kommen auf einem CDU-Ticket. Das kann man alles machen. Das ist legitim. Obwohl das Letzte aus meiner Sicht auch nicht richtig ist, weil die CDU eine Volkspartei sein sollte. Und als Volkspartei sollte sie offen sein für Protestanten, für Katholiken, für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer, für Konservative, für Modernisten, wie auch immer. Das hat die CDU früher auch so stark gemacht. Die jetzige Ausgrenzung ist jedenfalls aus meiner Sicht persönlich fatal und schadet der CDU immens. Das nervt mich nicht. Das nehme ich schon sehr, sehr bewusst wahr. Und ich stelle mir die Frage, jedes Mal, wenn ich die Leute sehe, die Frage, warum mache ich das überhaupt? Und wie beantworten Sie die Frage? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war die Unterstützung, auch die mir so zuteil wurde in den neuen Ländern, aber auch wenn ich, wie letztens in Bergisch Gladbach vor, ich glaube, 500 Zuhörern gesprochen habe, wo mir die Leute nachher gesagt haben, ich muss unbedingt weitermachen, weil ich für die irgendwie ein Hoffnungsträger bin. Das ist so die moralische Unterstützung, aber ich sage mal, die sachliche Unterstützung, der sachliche Antrieb ist der, ich sehe, dass in diesem Land vieles falsch läuft. Ich muss das nicht ändern, ich habe nicht für mich den Anspruch, hier Spitzenpolitiker zu werden. Es würde ausreichend sein, ein Herr Merz würde es tun oder auch meinetwegen ein Herr Laschet würde es tun. Ich möchte einfach, dass einiges in diesem Land anders läuft. Und das sehen eben sehr viele Menschen. Wir haben eine zu idealistische Politik, eine an den Bürgern vorbeigehende Politik. Wir haben eine Wirtschaftspolitik, die aus meiner Sicht uns große Probleme bereitet. Wir haben eine Old Economy, die aus meiner Sicht den Bach runtergeht. Wir haben im Bereich IT nahezu nichts. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren so entwickelt. Und da muss ich sagen, es kann nicht mehr weiter so gehen.